Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Was ist beim letzten Mal passiert? Ich habe es ehrlich gesagt mittlerweile vergessen. Ich glaube, wir hatten Samara rekrutiert. War das das letzte Mal oder war das noch davor? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist mich eine Weile her. Haben wir eigentlich neue Nachrichten noch bekommen seitdem? Martin Burns, Udina, keine Ahnung. Ja, schön. Vorsitzende fürs. Okay. Ich war nämlich. Da unten rechts kann man sehen. Ich habe mal ein paar Planeten abgebaut. Habe uns ein paar Ressourcen verschafft. Und auch schon wieder ein paar Upgrades davon gekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Upgrades das waren. Ich glaube, es war alles nur für Waffen oder so. Ich finde Ups. Quarianer überaus faszinierend, aber sie machen mich auch immer ein wenig traurig. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Grunt wirkt sehr nervös und geht ständig im Frachtraum auf und ab. Sie sollten mal nach ihm sehen. Noch etwas, Commander? Das wäre Genau. alles. Ich bin hier. Und das war ja auch der Plan für heute, dass wir uns mal mit Grunt unterhalten. War das hier? Nee, aber hier ist Samara, mit der will ich natürlich auch gerne mal reden. Ja, heute werden wir uns mal um Grunt kümmern. Dabei müssen wir nämlich noch einen neuen Planeten erkunden, der doch eigentlich ganz interessant ist. Das hier, ja, da ist Samara. Ich gebe zu, das sieht irgendwie geil aus mit dem Fenster so. Na, wie ist so? Wie geht es Ihnen? Ich habe die vergangenen 400 Jahre allein verbracht. Es tut gut, mal wieder mit einer Kollegin zu sprechen. Auch wenn ich diesbezüglich etwas eingerostet bin. Wenn Sie die Geduld aufbringen, würde ich mich gern unterhalten. Ich sollte zurück an die Arbeit. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Okay, also an sich erstmal nichts Wichtiges. Gut. Dann können wir uns mal auf den Weg zu Grunt machen. Ich kann uns gerade mal zeigen. Genau, ich habe gerade mal geguckt. Ich habe jetzt auch wieder einige Missionen gefunden. Die halt, ja, die bei den ganzen Planeten waren, die ich da untersucht habe. Also auch wieder ein paar Sachen, die man vielleicht mal zwischendurch machen könnte oder so. Und das hier weiß ich jetzt nicht. Gestohlene Waren gefunden. Ich habe da eine Vermutung, wo ich damit hin muss. Da gab es noch einen Dialog, der mir im Vorbeilaufen ja mal so irgendwie da aufgefallen ist. Aber das werden wir erst gucken, wenn wir wieder auf Ilium sind. Und ja, das, ich weiß noch nicht, wann ich dahin zurückkehren will. So, wo war jetzt Grunt? Da. Grunt, was geht? Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich. Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? O'Kear hat Ihnen nichts vermittelt, das Ihnen jetzt helfen kann? Ich sehe Bilder von alten Schlachten und höre die Stimmen der Warlords. Aber das ist ein Blutschleier in meinem Kopf. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Fragen wir die Schiffs-KI. Ja, an sich schon, aber ich glaube, hier wäre ein Kroganer eigentlich die bessere Idee. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann, Grunt. Wir brauchen jemand von Ihrer Spezies, der sich das mal ansieht. Die meisten Außenwelt-Kroganer sind Krieger. Ärzte verlassen unsere Heimatwelt, Tuchanka, nur selten. Ich werde Sie nicht darum bitten, dorthin zu fliegen. Ich krieg das schon in den Griff. Na, und ob wir nach Tuchanka fliegen, das habe ich nämlich vor. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Genau, wir wollen nach Tuchanka. Ich dachte eigentlich, dass man das storytechnisch irgendwie hinkommt, aber scheinbar ist dem nicht so. Deswegen ist das jetzt eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dass wir uns dann mal auf den Weg dorthin machen. Da gibt es nämlich auf jeden Fall noch ein paar interessante Sachen für uns. Und ein paar kleinere Quests. Glaube ich zumindest, dass das da war.
So, bin ich überhaupt gelandet? Was mache ich hier? Keine Ahnung. No, hier habe ich jetzt schon mal ein bisschen was gemacht und ansonsten überall, wo jetzt 100% steht, habe ich alles abgebaut. Wo ist es denn da? Orange DMZ. Keine Ahnung, wofür das steht. Z wahrscheinlich für Zone oder sowas. Keine Ahnung, wofür D und N stehen. So, Tuchanka. Ach, Morden ist auch... Ach, stimmt, das war ja auch hier. Ja gut, das trifft sich eigentlich... trifft sich eigentlich. Dann können wir gleich beiden helfen. Wobei ich jetzt erstmal mich um Grunt kümmern will. Und davor noch um eine andere Kleinigkeit. Achso, genau. Und was ich vergessen hatte, was ich... Oder habe ich das vorher... Ne, das habe ich jetzt, meine ich, auch erst letztens gemacht. Ich habe die Warp-Munition jetzt rausgeschmissen und mir stattdessen eine andere Fähigkeit genommen. So, ich nehme auf jeden Fall Grunt mit und Thane. Du, ja, verstärkst mal den Berserker. Reinblut. Gesundheitsregeneration erhöht. Das erhöht mehr den Waffenschaden. Ich glaube, das ist besser. So viel Gesundheitsregeneration brauchst du nicht. Ich habe jetzt Energieentzug drin. Kann ich quasi gegnerische Schilde mitschwächen und meine eigenen Schilde mit auffüllen. Finde ich doch, kann man mal machen. Was haben wir hier noch? Du hast eh keine Punkte. Waffen stimmen hoffentlich noch. Oder was ist das? Mantis, Tempest. Jo, passt doch wunderbar. Tuchanka. Ja, dann muss ich gleich mal gucken, dass ich mir meine Fähigkeiten irgendwie ein bisschen ummastel. Wobei ich da schon eine Idee hatte. So, wir sind auf der Heimatwelt der Kroganer. Bedeutet, wir werden hier eine Menge Kroganer treffen. So, bevor ich das mache... Ach, kann ich nicht, weil ich meine Waffen hier nicht ausrüsten kann. Ja gut, dann nicht. Führer will mit Ihnen sprechen. Halten Sie Ihr brünftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt, was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Alles klar. Machen wir uns mal auf den Weg. Hey, wie bist du so schnell hier runtergekommen? Meine Güte! Die Chiffrierung der Berichte des Erdnard-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Mhm. Das soll die großartige Heimatwelt der Kroganer sein? Das Land von Kredak, Shiaga und Veol. Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hätte nie gedacht, dass ich den Tank mal vermisse. Warst du da, als das... Naja, gut. Reden wir mal hier mit den Leuten. Halt! Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Erdnord-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Shepard, werte Freunde. Für eine Tote sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts sie nicht halten kann. Rex, ja. Rex, Ihnen scheint es aber auch gut zu gehen. Nicht nur mir, Shepard. Allen Kroganern. Der Erdnet-Clan ist nur der Anfang. Wenn ich fertig bin, sind wir wieder ein geeintes Volk. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen.
Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Das ist auch schon eine Sache, die im ersten Teil bestimmt wird. Wir hatten ja auf... Oh Gott, wie ist der Planet? Da, wo wir entweder Ashley oder... Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Verdammt. Wo wir eins unserer Crewmitglieder verlieren, hätten wir ja auch Rex verlieren können. Beziehungsweise wir hätten ihn umbringen können. In dem Fall wäre er natürlich nicht hier, sondern irgendein anderer Kroganer. Weiß nicht, das habe ich auch noch nicht erlebt. Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Okay. Ja. Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Ist auch gar nicht mal so blöd in gewisser Weise. Wenn man so bedenkt, dass die Kroganer ja mehr oder weniger vom Aussterben bedroht sind, dann ist es vielleicht sinniger, ein bisschen auf die Tradition zu scheißen, das Gesamtwohl mal zu betrachten. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Klingt soweit vernünftig. Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanka zu machen, aber Sie sind eine Ausnahme. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiagal. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Es kommt dabei also zu einer biologischen Veränderung. Das ist interessant. Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot. Nun, Grunt, möchten Sie zu den Earthnut gehören? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen.
Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Oft. Nun gut. Willst du mit uns kommen? Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Na gut. Ist schön, dass Rex wieder da ist. Oder noch da ist, wie auch immer. Noch 5 Jahre bis zum Ritus. Sie wollen nichts von meiner Ware kaufen. Guter Vern. Sitz. Putziges Haustier. Grüße, Mensch. Mein Name ist Raj. Sehen Sie sich doch mal meine Waren an. Jeder, mit dem ich rede, findet es furchtbar, dass Aliens bei den Earthnot sind. Außer ihm. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, zahlende Kunden zu verprellen. Ich mache genug Außenweltgeschäfte, um zu wissen, dass Aliens wie Sie mehr Credits haben als die Leute hier. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Grünkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht die Harte. Es würde Sie innerlich zerreißen. Er macht keine Witze. Von Grünkohl kriegen Aliens die totale Mattscheibe. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel, sofern die Pijacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Ich bin eine gute Schützin. Ich könnte Ihnen vielleicht mit den Pijacks behilflich sein. Nur zu. Mit der Konsole da draußen können Sie die Geschütze kontrollieren. Wenn Sie die Pijack-Population dezimieren, gebe ich Ihnen einen Rabatt. Viel Glück dabei. Okay. Muss gehen. Wie Sie wollen. Dann mache ich das doch mal, bevor ich einkaufen gehe. Rabatt ist nicht verkehrt. So. Okay. Wie angenehm, mit dem eigenen Instinkt zum Töten im Reinen zu sein. Die Kroganer sind Wesen mit reiner Reflexsteuerung. Fast schon unschuldig. Mal sehen, was der Mensch drauf hat. Alles klar. Also das. Okay. Leertaste feuern. Nö. Ist nicht Leertaste, aber gut. Wir sollen Pijacks abknallen. Ups. Immer ein Stück vor den Gegner zielen, dann trifft man auch einigermaßen. Das war schon fast zu weit. Ach, verdammt. Welle abgewehrt? Wie gibt's mehr? Oh ja, da kommt mehr. Okay. Hin. Und letzte. Gut. Noch eine Welle oder? Ne, reicht natürlich nicht. Was tut man nicht alles für Rabatt, nicht wahr? Ach, da fällt mir ein, ich wollte eigentlich auch nochmal auf die Citadel gehen. Gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Habe ich natürlich jetzt vergessen. Wow, Double Kill.
Wieder ein Doppelkill. Ja, komm. Und der letzte. War es jetzt auch wirklich der letzte? Ja. Aufgabe abgeschlossen, okay. Augen nach vorn. Mal sehen, was der Typ mir so hat. Kann ich den Frauen gerade das Recht der Elternschaft bitten? Wozu sich? Ich hab den. Der Anblick, wie dieses Ungeziefer in der Hitze der Explosion röstet. Einfach großartig, echt wahr. Es hat großen Spaß gemacht. Dann machen Sie doch weiter. Wenn Sie auf Gewalt stehen, finden Sie da draußen noch jede Menge Pijacks. Ich gebe Ihnen einen Rabatt in meinem Geschäft. Sie ich muss gehen. Wie Sie wollen. So, wollen wir mal sehen, was hast denn du so? Fleisch. Gratis. Na komm, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, was ich damit soll, aber... Munition verschwinden. Moment. Erhöhen Schilde. Okay, ich weiß nicht, was meine Handschuhe momentan können. Todesmaske. Ach, genau. Das sieht interessant aus. So, Laden leer gekauft. Weiß nicht, was ich damit soll. Moment, kann ich nicht das Fleisch? Genau, ich kann ihn füttern. Hier, probier das mal. Sieht aus, als hätte Erz endlich jemanden gefunden, dem er hinterher trotten kann. Okay. Ich wünsche mir. Folgt ihr uns jetzt? Nö. Na gut. Egal, dann werden wir uns beim nächsten Mal, ich denke erstmal um Grunt kümmern. Und danach vielleicht um Morden. Ja, doch, den am Plan. Gut, das war's dann erstmal für heute. Da bist du ja schon wieder. Hi. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.